Ja, moin, ihr da drinnen. Ich bin immer noch hier draußen. Sehe ich ein bisschen müde aus? Ja, kann sein, weil es ist so, es ist meine erste Nacht im Zelt seit quite a while gewesen. Und es war auch nicht so, ja, sagen wir mal, störungsfrei. Es hat nachts angefangen zu gewittern. Es hat geregnet wie Sau. Mein Zelt hat die erste Wassertaufe bekommen. Und gut überstanden. Super. Also, und jetzt haben wir hier Sonne. Es ist trotzdem einigermaßen kalt. Und es war auch die ganze Nacht kalt. Aber keine Sorge, ich habe einen wirklich guten Schlafsack. Und ich habe super geschlafen. Bis auf die ungewohnte halt Schlafsituation. Weil ich wirklich lange Zeit nicht mehr im Zelt geschlafen habe. Ich kann also ziemlich müde aussehen. Bartstoppeln sind natürlich da. Ne? Rasieren ist hier nicht. Hier ist Sparta. Und vielleicht habe ich auch irgendwie einen Dreck im Gesicht oder was auch immer. Das ist halt Reise. So, ich drehe mal um und zeige euch jetzt mal meinen Zeltplatz, damit ihr den mal, ich weiß immer nicht, wo das Mikrofon ist, damit ihr den mal ja, auch mal im Hellen sehen könnt. Da ist es auch schon und ihr werdet es vielleicht glauben können, wenn ihr ein bisschen Camping erfahren seid. Also so sieht dann der Zeltplatz und das Zelt aus. Also alles schon ausgeräumt. 10 Minuten hat das gedauert. Jetzt noch das Zelt abbauen, Kram auf den Gepäckträger und so weiter. Aber bevor ich das mache, mache ich noch mal Folgendes. Ich gehe noch mal mit euch hier raus. Die Kühe waren übrigens sehr, sehr lieb. Die haben nicht allzu viel Lärm gemacht, haben immer ein beruhigendes Geschnaufe gemacht. Ab und zu hat man ihre Füße bompern gehört, also ihre Hufe. Das war dann auch, aber auch alles. Und schaut euch mal an, wie schön das hier ist. Da, das, in diesem Tal da unten. Das muss ich euch jetzt noch mal zeigen, wenn man hier so rumkommt. Also wirklich, das ist ein perfekter Zeltplatz. Ein perfekter Platz zum, wie man sagt, Wildcampen. Ich mag diesen Ausdruck nicht, weil ich finde, jeder Mensch hat das Recht verdient, auf des Herrn Jehovas Erdboden sich aufzuhalten, wo er will, solange er sich dann nicht verhält und keinen Scheiß macht. Da kam ich dann her mit dem Rad. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wieder in die Richtung fahre, weil jetzt hat sich ja alles geändert. Ich fahre ja nicht mehr nach Malente, sondern eigentlich will ich ja heute so eine kleine Tour durch die holsteinische Schweiz hier machen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich zurück nach Hause fahre, weil es ist echt so kackenkalt. Da hinten unten könnt ihr vielleicht den großen Plöner See und Plön sehen, was das da für ein weißes, großes, hässliches Gebäude ist. Das ist... Ne, ich sag nicht, dass das der Dom ist. Dann habe ich jetzt das Wahrzeichen von Plön beleidigt. Ne, das ist nicht der Dom. Das ist irgendein komisches Hotel oder so. Sieht so aus. Haben da auch hinten so ein paar komische Hochhausklötze hingesetzt. Wie man in solch eine Kulisse sowas hinsetzen kann? Naja, fragt die Leute, die die Müllverbrennungsanlage in Stapelfeld gebaut haben. So, also... Ob ich jetzt hier eine Pause mache? Ach, ich muss sicherlich was essen, ne? Ja. So, dann drehe ich die Kamera nochmal um. Jo, da bin ich wieder. Ja, ich werde jetzt den Kram aufs, auf den Gepäckträger setzen. Ja, was essen? Was gibt es wohl? Mein letztes Brötchen mit meinem letzten Harzer Käse und meinem letzten Joghurt. Und dazu ein Schluck Aperol. Mit Tonic Water. Nein, das, den Aperol mit Tonic Water. Ich habe noch eine Flasche davon, aber also ich habe da ja zwei von gemischt, ne, weil das halt das ergeben hat. Aber den lasse ich mir dann doch für später, weil... Wie spät ist es jetzt? 9 Uhr morgens? Früher aufstehen wäre nicht möglich gewesen. Es war echt nass und kalt und ungemütlich. Jetzt ist es hier ein bisschen kalt. Gemütlich ist es eigentlich. Ja, und ich gucke ein bisschen auf meine Füße, ne? Wie in Minecraft. Leute sagen immer so von wegen, guck doch mehr nach oben oder in allen anderen Spielen. Ne? Du musst auf deine Füße schauen, sonst musst du dich nicht wundern, wenn du in irgendeine Schlucht fällst. Ne? Und genauso ist das hier. Wer weiß, was hier alles ist. Ne? Wir sind hier schließlich in der Natur. Schlagt mal nach, Deichkind, in der Natur. Das Lied geht mir die ganzen, also seit gestern wieder durch den Kopf, weil ich habe es komischerweise auch noch auf dem MP3-Player mit. Also, bis dann, hasta la vista, Baby, wir sehen uns. O Herr Jehova, so danke ich dir für dieses karge Mahl am Morgen.
Ich mach mir keine Sorgen, denn ich kann mir ja was borgen. Ja, Leute. Ja, das ist noch der letzte Harzer Käse. Da ist noch ein Joghurt, da ist noch ein Brötchen. Das ist noch alles super gut. Ich muss dann gleich, also ich habe mich dazu entschlossen, runter nach Plön zu fahren. Warte mal, ich drehe mal um. Ja, hier ist meine Visage wieder. Hab das Bandana mal runtergenommen. Sehe ich freundlicher aus. Moin. Ja, also jetzt meine Edzardler, mein Frühstück. Na, dann wird da runtergefahren nach Plön. Da habe ich mich gerade zu entschlossen. Am Plöner See vorbei nach Plön. Und dann schaue ich mal, dass ich meine Vorräte auffrische, weil es geht so, naja, getränkemäßig geht's eigentlich noch. Na? Also ich habe hier noch einen von meinen geliebten Ginger Ale. Ich muss ehrlich sagen, das ist für die Fahrt nicht so geil. Da will ich mir dann wohl lieber doch ein Mineralwasser holen und einen Fruchtsaft. Und dann habe ich noch jetzt noch eine über dreiviertel Flasche von dem Aperol-Gemisch, was ich mir aber nicht vor der Mittagszeit geben werde. Also ich werde jetzt mal frühstücken und dann fahre ich da runter. Ich zeige es euch nochmal. Also da geht es dann etzart runter. Kann man das irgendwie halbwegs zoomen oder so? Entschuldigung für den Schüttelkater, wollte ich gerade sagen. Nee, da geht nicht sehr viel mehr. Ja, da geht es dann runter jetzt nach Plön. Eigentlich wieder auf dem Weg zurück. Aber ich will ja heute eine kleine Tour hier durch die holsteinische Schweiz machen und ja, schauen wir mal, wie es läuft. So, unten am großen Plöner See, meine Dinge. Ich habe mir gerade einen neuen Spitznamen gegeben. Mein Name ist Diggi Woland. Woland meine ich natürlich, ne? Das heißt, ich bin ein Diggi, weil ich bin Digger. Und ich frage mich immer, wo geht's lang, ne? Diggi, wo lang? Wie kann ich wo lang? Passt. Jo, das hier ist der große Plöner See. Und hier gibt's jede fucking Menge Verbote. Was ich geguckt habe, nee, Zelten ist nicht verboten. Geil, ne? Das sollte, glaube ich, implizit sein mit Naturschutzgebiet und so weiter, ne? Jo, meine Dingen, ich fahre dann mal nach Plön rüber. Jo, jo, jetzt filmt da wieder Kirchen, ne? Hallo, meine Dingen, das ist die Kirche von Bösau. Ja, das heißt so. Da kann ich nichts dafür. Das ist keine Beleidigung. Ist genau am Plöner See. Schönes Gerät. Ah, ist ja bald wieder Mittag.
meine Dicken, ich bin's wieder, euer Digi Wolang. Ich grüße euch hier immer noch vom Plöner See. Ich komme hier heute nicht so gut voran, weil es ist einfach zu schön. Ich mag mir Sachen angucken heute. Das kann ich mir dann auf der Tour nicht erlauben. Ja, ich bin jetzt hier an so einem sehr fragwürdigen Weg und weiß nicht, ob ich hier weiterkomme. Falls ich etwas sauberer aussehe, wundert euch nicht. Bei der Kirche eben, bei der St. Petri-Kirche in Bosau. Ich bedanke mich mal bei der Kirchenführung oder was auch immer. Da sah ich ein wunderschönes Schild, da stand drauf WC. Wirklich ein sehr gut gepflegtes, super Scheißhaus. Upsi. Und die hatten dann natürlich noch Waschbecken und Seife. Und da habe ich ganz einfach mal kurz dieses total verkrustete Gesicht reingetunkt. Also ich fühle mich jetzt irgendwie wie neugeboren, meine Leute. Ne? Also, ja, ich werde hier heute so um die Seen rundherum fahren. Wird wahrscheinlich, mit Sicherheit, wird es nicht so viele Kilometer geben. Ich denke mal, wenn ich heute auf 20, 30 Kilometer komme, dann wird das viel sein. Ich muss auch noch nach Plön rüber, um was zu essen und was zu trinken einzukaufen. Zu trinken weniger, zu essen mehr. Und dann werde ich mir noch Plön anschauen und viele andere Sachen. Der Runtracker sagt schon wieder, du bist viel zu lange auf einer Stelle. Nerv nicht, Digga. Hier ist Digi Wolang. Ich bin Digi und ich frag, wo geht's denn hier wieder schön lang? Jo, tschüss meine Dinge. Jo, Tag mal wieder vom großen Plöner See. Ich bin hier immer noch am Rumradeln. Also das hier ist mal was anderes als Hamburg und Umgebung, ne? Ja klar, es heißt ja auch holsteinische Schweiz. Also hier sind schon ein paar Hügel, ich weiß. Nicht zu vergleichen, das ist irgendeine Hütte hier. Nicht zu vergleichen natürlich mit dem Harz und dem Fichtelgebirge, was mich in 9 Tagen erwartet. Ja, haha. Ist heute sehr seltsames Wetter. Es könnte bald Gewitter geben. Dem sehe ich mir nicht gerade sehr viel Freude entgegen, weil mein Schlafsack ist leider ungeschützt. Ja, ich habe leider vergessen, eine Plane mitzunehmen. Ich werde mal versuchen, gleich im Plön, falls ich da vor dem Gewitter ankomme, noch was zu reißen, dass ich da irgendwas kriege in der Richtung. Ja, überhaupt wird Zeit, dass ich was einkaufe. Ich habe Hunger, Digga. Ich habe Hunger. Ich müsste mir mal, ich glaube, ich werde irgendwo in Plön, das ist ja ein größerer Ort, werde ich mir mal einen Döner reinziehen, Digga, weil ich brauche Fleisch. So, Digga, ich sag extra auf Digga. Digga, 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 Digga. Hoffentlich sieht das YouTube jetzt nicht als eine Referenz auf irgendetwas an, ne? Ich meine, gestern waren wir in Negernbötel. Nicht vergessen. Es gibt hier noch viele andere lustige Ortsnamen. Ich hoffe, ich kann euch noch ein paar zeigen. Gestern habe ich zum Beispiel, bin ich am Ort an einem Straßenschild vorbeigefahren. Möschen, das fand ich auch ganz geil. Nein, nicht so geil. Okay, ich fahre dann mal weiter und ja, es ist hier immer so, dass es kalt ist und warm und kalt und warm, ne? Je nachdem, ob die Sonne draußen ist oder nicht. Hier ist auch ein ziemlich kalter Wind, wie halt standardmäßig nah an der Küste. Ne? Wir sind hier nah an der Ostseeküste, wo wir dann hoffentlich heute auch noch ankommen. Also, ja, ich sag mal ciao mit P wie Plöner sehen. Ja, ciao. Ich bin bei Frau Baerbock, unserer Außenkanisterin, in die Leere gegangen. Muss man ganz einfach so sagen. Leute, schaut euch das an. Das ist ein Tunnel durch ein Gebüsch. Dahinter ist der Schwarze Ritter. Oder die Ritter vom Nie, glaube ich. Ah, ist das nicht schön? Naja, ich habe heute irgendwie hier so ein bisschen Naturspaß. Heute ist nicht so Anstrengung angesagt, sondern eher Fliegen im Auge und Sachen gucken. Ich habe überall zerschlagene Mücken auf meinen Händen und Knien und Beinen. Schaut mal hier. Ist das nicht wunderschön, meine lieben Vögelchen? Mal abgesehen vom Wetter, das nicht so prickelnd ist, aber dafür brennt die Sonne auch nicht so. So, diesen Weg fahre ich gerade. Also jetzt nicht. Ja, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie hügelig das hier ist. Und so ist das hier überall. Ja, so komme ich nie nach Plön, wenn ich die ganze Zeit nur filme. Da seht ihr, das darf ich auf der Fahrt nach Regensburg eben nicht machen.
Metal-Leute, also wie ihr seht, dieser Ort hier heißt Pass Op, ne? Das heißt auf Plattdeutsch, pass auf, ne? Und das ist hier durchaus angebracht, weil da vorne bin ich eben gerade einen ziemlich steilen, könnte man sagen, norddeutschen Berg runtergerasselt. Und dann komme ich so um so eine Ecke und da waren nichts als Bäume. Und hinter den Bäumen direkt knickte die Straße komplett ab. Also so wirklich 90 Grad. Also ich denke mal, dieser Ort hat seinen wunderbaren Namen von Pass Op. Außerdem, die Hälfte der Orte hier heißt irgendwas mit Sau am Ende. Ist ja auch saugeil hier, Digga. Ne? Ach, Metal-Leute, so komme ich einfach nicht weiter. Das darf ich auf der Radtour nach Regensburg nicht machen. Schaut euch das an. Ein Tor, Baumtor. Könnte ich in Minecraft gebaut haben. Ah, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ja, so ist gut. Die Sonne soll aufhaben. Die Sonne soll auf sein. Mama Merkel, du. Ja, Sonne soll auf sein. Hallo und herzlich willkommen aus Plön, Metal, Leute. Ich bin hier, ja, unterwegs, kann man sagen. Und dieses Video ist gesponsert von dem WLAN der Stadt Plön. Das ganz gut funktioniert. Ja, Plön ist schön. Hier gibt es auch Plöner Döner. Habe ich gerade gesehen, tatsächlich. Es gibt hier einen Laden namens Plöner Döner. Ja, eine Stadt auf einer Insel. Ohne zwei Berge, weil es ist hier ziemlich flach. Aber auch nur relativ. Ja, ich bin hier auf so einem kleinen Zwischenstopp. Ich drehe mal hier so ein bisschen rundherum. Ich bin hier auf so einem kleinen Zwischenstopp zwischen den Touren sozusagen. Gestern war ziemlich heavy. Zwar nur 95 Kilometer, aber es war genug, um mich tatsächlich so richtig... Nein, mich so richtig platt. Ich hoffe, sie filmen uns nicht. Alter, Panoramafreiheit, ne? Noch nie was von gehört. Ja, ja, also die Leute hören halt nicht, die Leute kennen halt die Gesetze nicht, ne? Das Ding ist, du kannst durch eine Stadt gehen und wenn du dich selbst filmst und irgendein Idiot läuft dir hinter in die Kamera, dann ist es halt sein Problem. Das ist. Das ist halt immer so. Ich hoffe, sie filmen uns nicht. Also, das war ein schönes Detail. Das nehme ich gerne mit. So, ich sag erstmal tschüss aus dem schönen Plön. Oh, ich sehe einen Rewe. Das ist gut. Das passt gerade wie Arsch auf Eimer. Ich hoffe, sie filmen uns nicht. Ciao. Ja, guten Abend, meine Lieben. Zumindest bei mir hier ist es Abend. Und, ich verabschiede mich gerade irgendwie so ein bisschen von der holsteinischen Schweiz. Ihr könnt hoffentlich sehen, wie hier so die Höhenunterschiede sind. Also ich denke schon, dass das... Ja, manche werden sagen, nö, aber für mich ist das ein fitting Trainingsgelände für das, was da kommen mag. Ja. Von da komme ich. In die entgegengesetzte Richtung gehe ich. Wie sollte es auch anders sein? Ja, God Race, meine Freunde, God Race. Moin, Metal. Da grüße ich euch einfach mal wieder hier vor dieser wundervollen Kulisse, die jetzt gar nicht mehr so farbig aussieht, wenn ich meine Birne vor der Sonne habe. Ja, nein, ich rauche nicht auf dieser Tour. Werde ich auch auf der nächsten nicht tun. Ja. Oh, ja, ich bin heute eine ganze Menge rumgetrödelt, habe gerade mal etwas über 50 Kilometer geschafft. Das ist wirklich keine Heldentat, aber ja, ich habe mir auch heute wirklich so ein bisschen Sightseeing hier in der Gegend gegönnt. Soll ja auch nicht 3 Tage Marathon werden. Die Mücken sind schon wieder da. Ich hasse die Viecher, ne? Möge ihre Population mit absoluter Vernichtung verflucht sein. Ja, ich weiß, Run-Tracker, GPS-Ding, ich habe mich seit ein paar Minuten nicht bewegt. Das Ding nervt echt schlimmer als alles andere, ne? Ich hätte beinahe was Falsches gesagt, da hätte ich Ärger gekriegt. So, da kommt jemand mit dem Auto. Hoffentlich sagt er nicht, filmen Sie mich nicht. Also sowas Doofes, ne?
Aber cool, ne? Also die Kommentare fand ich jetzt auch schön. Rosti sei gegrüßt. Ja, ich komme am 23. nach Wien, aber ich glaube, das Zeitfenster wird zu klein sein, als dass wir uns da treffen können. Und ja, die gucken da jetzt ganz doll. Oha, was ist das für ein, was ist das für ein Kennzeichen? Zwei weiße Wagen, unmarkiert und mit seltsamen Personen drin. So, also ich weiß nicht, ob ich euch nochmal Hallo sage, bevor ich das Zelt aufbaue. Ob ich es dann noch hinkriege. Ob ich an die Ostsee heute komme, ich weiß es auch nicht, weil ich habe eigentlich viel mehr Bock, mich jetzt hier irgendwo ins Gelände zu hauen. Ich habe noch ein schönes, schönes Pale Ale auf Tasche, das will ich mir reinziehen. Dazu einen lustigen, warte, was habe ich denn da? Ich habe mir irgendeinen schönen Käse geholt, so einen Blauschimmelkäse. Jo, Metal off, wir sehen uns dann irgendwann. Tja, und eigentlich, obwohl ich eigentlich weiter will, kann ich euch dieses Panorama hier nicht vorenthalten. Ich finde das wunderschön. Ja, das kann Norddeutschland auch mal sein, Herr Kittenkurmler und Co., ne? Die immer meint so von wegen, jopp, da ist nur platt und sonst nichts. Tja, nicht immer solche Vorurteile haben, Leute. Hier kann es auch schön sein. Ah, und es ist wunderschön gerade. Ich würde mir nur wünschen, dass die Wolken weggehen und die Sonne nochmal rauskommt. Hey Mama Merkel, Sonne soll auf sein. Ich weiß, dass mich Leute dafür hassen werden. Das ist geil. Ein Bier für den Abend, meine Lieben. Eine Erdinger Urweiße. Ja, das gebe ich mir mal so irgendwie. Ja, da ist schon wieder der Finger vor der Linse. Wie kann das denn schon passieren? Übrigens, ich habe kein Bier getrunken. Ich lade nicht deswegen so, sondern ich bin einfach nur irgendwo ein bisschen müde. ja, ich glaube, ich werde dann doch bald Feierabend machen hier. Das ist mein MP3-Player. Mein Ersatz für die große Krachbüchse. Vorteil ist, das Ding hat nicht mal einen Balken Energie verloren während der 2 Tage, die ich jetzt gefahren bin. Ja, geil, ne? Ja, alte Technik. Gute Sache, Digga. Ah, hoffe, das kommt im Abendlicht noch vernünftig rüber. Aha. Just wonderful. Ich höre dazu übrigens gerade auf Ohrhörern das neue Alien Sonny Album, das leider nicht mehr fertig wird vor der Tour, aber sehr bald danach. Kommt wahrscheinlich live hier jetzt so viel besser rüber als auf Kamera. Ich hab euch alle ganz doll lieb. Yo, moin, meine Dingen. So, 2. Nacht auf meiner kleinen Vorbereitungstour. Ich bin hier bei Seelendorf. Seelendorf mit EH wohlgemerkt. An der Howachter Bucht an der Ostsee. Man sieht nicht mehr sehr viel. Ja, es ist mal wieder sehr, sehr spät. Ich denke, es ist so irgendwie 23 Uhr oder so. Diesmal habe ich es komplett übertrieben. Ja, ich habe ja auch den ganzen Tag vertrödelt und ich habe heute, glaube ich, nicht mehr als 60 Kilometer geschafft. Ich habe in Plön rumgehangen, habe mit Leuten rumgeblödelt, habe mich dann noch mit einem Antiquariatsbesitzer. Warte mal, ich mach mal kurz. Ja, moinsen, falls ihr irgendwas von mir sehen könnt, ansonsten erzähle ich euch jetzt hier einfach. Von der Kuh. So, also, ja, ich habe damit zum Antiquariatsbesitzer, wo ich mein Rad abgestellt hatte und gesagt hatte, so, ob sie vielleicht drauf auf. Die saßen, weißt du musst dir vorstellen, da waren so 2 Leute, die saßen draußen und haben Backgammon gespielt und hatten da Tische aufgestellt mit alten Büchern. Und ich dachte so, ach, wie gemütlich, ne? Und daneben war gerade noch ein Platz und ich meinte so, ja, Entschuldigung, könnte ich hier vielleicht mein Rad abstellen und so? Und die haben das auch gleich verstanden, alles klar. Und als ich dann zurückkam, hat man sich da hingesetzt, dann hat er noch einen ganz leckeren Kaffee gemacht, haben uns noch unterhalten. Ich
ich glaube irgendwie 1,5 Stunden oder so habe ich da vertan. Sowas passiert natürlich auf der Tour nach Regensburg nicht. Nein, das darf nicht. Also da muss ich wirklich straight durchfahren. Ja, so ist es besser. Also könnt ihr wenigstens meinen Schatten sehen in meinem Hoodie. Es ist wieder scheißendreck kalt, Alter. Wirklich. Ja, hier oben im Norden ist es immer ein bisschen kälter. So, also mein Schlafplatz hier heute ist nicht ganz so schön wie letzte Nacht. Also das hier ist so ein halbwegs frisch abgemähtes Feld und so weiter. Aber eine wunderbare, riesengroße Eiche steht hier und wacht über mich. Diesmal keine Kühe. Dafür ist hier nahe eine Straße, die mir zumindest leichtes Autogeräusch geben wird. So, ich gehe jetzt schlafen. Ich muss noch meiner Liebsten schreiben, dass ich irgendwo gut angekommen bin. Und dann lege ich mich hin. Ich bin auch heute total müde. Morgen, also ich bin ja jetzt hier an der Ostsee. Ich habe es geschafft. Rohwachter Bucht ist nur 500 Meter nach da drüben. Ja, dann fahren wir morgen vielleicht irgendwie, nein, nach Fehmarn rein fahre ich nicht. Aber halt Kellenhusen, dann vielleicht runter Lübeck. Ich würde gerne eigentlich morgen schon wieder zu Hause sein, gerne. Aber ob ich das dann so hoppla hopp mache und so weiter, ich würde dann doch schon gerne irgendwie ein bisschen länger irgendwie an der Ostsee rumhängen. Ich muss dann ja auch nach Hause, um bei der Europawahl zu wählen. Also, ich sage gute Nacht. Es war ein guter zweiter Tag auf der Tour, auf meiner kleinen Übungstour hier. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe euch auch. Metal, Leute.